Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angespielt. Lime Runner heißt die App, wurde mir vorgeschlagen und wird gespielt. Da oben ist eine merkwürdige Werbung. Aber okay. Track 1, Track 2. Aber wir können verschiedene Tracks wählen. Und Blood Enabled oder Disabled. Ich mache es einfach mal an. Ah, okay. Ja, um Blood anzumachen muss man Geld bezahlen. 99 Cent finde ich ja super toll. Guck mal, die spielt Piano Tiles. Das habe ich auch mal gespielt. Angespielt. Ein sehr schönes Spiel, definitiv. Aber Werbung bitte weg, dankeschön. So, wir können also kein Blut anmachen. Schade, na gut. Die Werbung da oben, die geht mir mega auf den Sack. Wir können ihn auf der linken Seite des Tablets touchen, um zu rollen, falls mal ein Block auf unserer Gesichtshöhe ist. Und den rechten Teil, um zu springen, falls mal ein Block auf unserer Fußhöhe sein sollte. Ihr seht, es ist nicht so einfach, aber es wiederholt sich. Ihr müsst teilweise auch länger gedrückt halten, stand nämlich auch gerade da, je länger ihr beim Jumpen drückt. Aber das ist komischerweise auch nicht möglich gewesen gerade. Okay. Persönliche Best... Ja, 130 hat. Also hier kann ich, denke ich mal, auch nicht viel machen. Das wiederholt sich halt immer wieder. Ist also keine in... jedes Mal sich ändernde Strecke. Da hätte ich jetzt gejumpt, mehr gedrückt haben müssen. 32 weiter oben rechts seht ihr übrigens die Punktzahl. Kann ich überhaupt nicht hingucken, weil mich auch die Werbung irritiert. Deswegen kann ich mir die Punkte überhaupt nicht angucken. Und wieder Werbung. Don't you get it? This is it now. Everybody you knew before is dead. Das offizielle The Walking Dead App Game, okay. Das ist. Habe ich gespielt, schon angespielt. Wie hieß es denn? Survival Instincts? Nein, glaube ich nicht. Survive. No Man's Land hieß das so, ja? Interessant. Werde ich mir danach gleich mal aufschreiben, denn das Spiel habe ich, glaube ich, nicht angespielt. Egal, wir spielen hier mit machen hier mit Lime Runner weiter. Das heißt, nach einigen Versuchen bekommt ihr immer Werbung. Und diese Versuche enden relativ schnell. Ja, nach der Werbung bin ich natürlich wieder komplett raus aus dem Game. Da hätte ich jetzt gedrückt. Ist genau das gleiche, glaube ich, gerade gewesen, oder? Oder habe ich bei 150 vorhin aufgehört gehabt? Ich glaube 152. Genau das gleiche gewesen. Aber in letzter Zeit gibt es ja relativ viele Apps, die nicht allzu lang gehen, weil sie wirklich scheiße sind oder einfach nicht so viel Content bieten. Und dazu gehört diese ebenfalls auch. Also wir können hier uns irgendwelche Ziele stecken, aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht der Typ für. Zumindest nicht im Angespielt. Da wollte ich gerade drücken, schade. Aber ja, man merkt, je öfter man diese Level macht, desto mehr kann man sie sich einprägen und desto weiter kommt man auch. Ist halt, und das ist schon wieder das gleiche gewesen. Ist halt auch teilweise ein Reaktionsspiel, das war schlecht. Also man kann während des Rollens direkt auch jumpen, das heißt, man hat überhaupt gar keine Verzögerung oder ähnliches. Muss also nicht auf irgendwas warten. Ich glaube, das war die 152 schon wieder gewesen. Ah, das war das denn gewesen. Habe ich gerollt, statt zu springen. Nö, danke. Aber irgendwo wird es auch immer langweilig, die gleiche Strecke und die immer wieder an irgendeiner bestimmten Stelle zu verkacken. Genau so. Ja, ich würde sagen, so zwei, drei Mal kann ich das gerne probieren. Vor allem die Werbung da oben irritiert mich unglaublich. Holy shit, ey. Vor allem die bewegt sich jetzt auch, sehe ich gerade noch so aus dem Augenwinkel. Boah, der war knapp gewesen.
Und was war das denn schon wieder? Das ist genau das gleiche gewesen. Da habe ich echt gedrückt gehalten. Also ich wusste, dass es da war. Weiß gar nicht, wo ich vorhin überhaupt stehen geblieben bin. Jetzt habe ich geblinzelt, Alter. Wollt ihr mich verarschen oder so? Einmal versuche ich noch. The last try, mindestens 100, 152. sogar. Du darfst dir echt nirgendwo blinzen. Holy shit, Alter. Oh mein Gott. Was? Show Grave? Ist ja ein Grabstein. Stehe ich nicht. Highscores. Nee, dann lieber nicht. Lass mal Trick 2 machen. Trick 2 ist... Okay, es sind verschiedene Strecken. Das ist schon mal schön. Da kann man wirklich ein bisschen... bisschen Variabilität hier reinbringen. Gut, das habe ich jetzt nicht gewusst, sonst hätte ich vielleicht mal andere Strecken gespielt. Warte. Main Menü. Play Track. Es gibt 10 verschiedene mit Training. Machen wir die 10. Wow. Die ist ziemlich hart. Oh, guck mal, das ist ein Grabstein gewesen. Ach so, der. Verstehe, der Grabstein zeigt da an, wo man gestorben ist. Ist natürlich sehr, sehr irritierend, weil sie einfach im Weg steht. Also der Rand. Der letzte Track ist ziemlich heftig. Also wer das einfach mal spielen möchte, Line Runner, nicht Line Ranger, kann das gerne mal tun in der Videobeschreibung. Sind die Links zum Spiel? Die machen wir ganz kurz weg hier. Ja, klick weg, genau, danke, weg. Ich wollte das auch gar nicht machen, what the fuck, ich wollte auf Main Menu klicken. Ja, ihr seht da oben eine Werbung, die echt extrem nervt. Line Runner ist es, glaube ich. Ich kann den Namen nicht mehr senden, ne? Ist halt Werbung drüber. Wer spielen möchte in der Videobeschreibung, sind die Links zum Spiel. Für kurz zwischendurch, aber nicht auf dem Handy geeignet, finde ich absolut nicht. Weil wenn man da tippt, dann sieht man einfach die ganzen Blöcke dann nicht. Also ich glaube, das Spiel musst du schon eher auf dem Tablet spielen. Damit du es wirklich richtig spielen kannst. Ich habe auch teilweise Probleme gehabt, einfach die Blöcke nicht zu sehen, weil ich rechts gedrückt hatte. Vielleicht kann man mal ganz kurz testen. Okay, man kann auch oben rechts drücken. Ich habe immer unten rechts gedrückt, weil der Pfeiler dahin gezeigt hatte. Aber sie hatten es halt zeigen müssen für die welche Seite. Ja, sogar nochmal Werbung, noch einem einzigen Mal. Wahrscheinlich bei Track 10 ist es immer nach jedem Tod. Musst du dir Werbung angucken. Ja, meine Freunde, das war's gewesen mit der App Line Runners. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!